ein bisschen, wie sind denn die Trainingsverhältnisse hier? Sind die besser als zu Hause bei uns in der Grotenburg? Oder gleich? Also ich sag mal, für ein Wintertrainingslager haben wir schon Verhältnisse. Also, die Plätze sind vielleicht ein bisschen hart, aber wir können trotzdem all unsere Übungen durchführen. Wir können auch ein gutes Passspiel durchführen. Haben jetzt schon noch einen guten Kraftraum, haben einen Pool, haben Sauna. Das ist alles für ein Trainingslager, wenn man zweimal am Tag trainiert. Glaube ich, können wir uns gar nicht beschweren. Trainiert ihr denn das Gleiche hier wie auch zu Hause in der Grundschule oder unterschiedlich? Ja, wir gehen hier schon, weil wir im Trainingslager sind, schon ins Detail. Wird schon ein bisschen anders trainiert als, sag ich mal, in Krefeld. Ja. Weil wir halt Ruhe haben. Platz haben, wo wir hier sind, wo wir uns voll auf unsere Sachen konzentrieren können, wo der Trainer aus im taktischen Bereich halt detaillierter dann trainieren kann. Und das sieht dann schon ein bisschen anders aus. Es gab halt auch Einheiten, wo wir wirklich auf dem Zahnfleisch waren, das ist schon anstrengend. Ja, deswegen ist das schon ein Unterschied. Ich hatte den Müller, den musst du schon gefragt, wie die auf einem Zimmer sind. Der Binder. Also lernt sie quasi auch den neuesten Sicherheitsbegriff? Nee, den kannte ich schon aus meiner Fortuna-Zeit, da war er 23. Also da sind dann auch wieder Kontakte zu euch? Ja, also wir kannten uns schon flüchtig. Ja, okay. Dann habe ich die Fragen an dich erzielt. Okay. Und zwar haben wir mitbekommen, dass hier mit der Mannschaft shoppen wart und du quasi der Vermittler zwischen Mannschaft und Händlern warst. Kannst du da was erzählen oder Tipps geben, was man hier quasi in der Türkei machen muss? Ja, das Typische der Türkei ist halt, dass die Leute einem unbedingt was andrehen wollen, verkaufen wollen. Das ist aber ganz böse gemeint, ich meine. Die wollen ja auch Geld verdienen und wollen halt überzeugen, dass der Tourist, sage ich mal, das gebrauchen könnte. Aber da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht am Ende Sachen hat, die man vielleicht gar nicht braucht oder sowas. Ja, und dann ist es halt immer so die Frage beim Preis. Also da geht immer was. Also in der Türkei ist es halt so, dass du halt überall handeln kannst. Jetzt nicht im Leben, aber auf dem Bazar oder so. Oder da kannst du schon handeln. Und, da sollte man sich mit dem ersten Preis nicht zufrieden geben. Da ich das ja eh alles kenne, habe ich den Jungs ein bisschen geholfen, dass sie vielleicht noch ein bisschen was da rausholen können. Und, oder dass sie vielleicht noch ein Geschenk dazu kriegen und den normalen Preis bezahlen zum Beispiel. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, da habe ich denen gerne geholfen. War lustig auf jeden Fall. Der Unterschied zwischen allen Jahren, wir sind jetzt genau seit 5 Monaten bei uns, kannst du da irgendwie einen Unterschied feststellen zwischen Aalen und Berlin? Klar, also Aalen ist, sag ich mal, ein kleines Stadt im Dorf mit 64.000 Einwohnern. Krefeld ist da schon größer und ich bin in Wuppertal geboren, in Nordrhein-Westfalen und ich fühle mich hier natürlich am wohlsten zu Hause. Und ja, hier ist einfach auch mehr los, auch jetzt mal vom Fußball abgesehen, kann man schon viel mehr unternehmen als in Aalen, weil da ist man nichts, da musst du nach Stuttgart fahren. Und, oder halt nach Fürth oder so und hier hast du halt alles wirklich nebeneinander und ja, ich finde da, wo man zu Hause ist, fühlt man sich am wohlsten, das ist ganz klar. Auf dem Weg soll ich dir auch direkt schöne Grüße ausrichten von Chris, deinem größten Unterstützer. Ja, der hat auch eine Frage an dich und zwar würde er gerne wissen, ob du dir vorstellen kannst, deinen Vertrag bei Uerdingen zu verlängern und hier bleiben. Ja, definitiv. Also ich fühle mich beim KFC richtig wohl. Also bin zur Oberliga-Zeit gekommen und ich bereue die Entscheidung bis heute noch gar nicht. Ich bin ehrlich froh darüber, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und man sieht es mir an, dass ich hier Spaß habe, dass ich mich wohlfühle und dass ich mich wirklich weiterentwickeln kann. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, beim KFC langfristig zu bleiben. Also auf jeden Fall, ich freue mich, wenn das klappt. Dann mache ich mit dir weiter, Maxi. Und zwar bist du gut aufgenommen worden von der Mannschaft. Ich glaube, das ist dir das Wichtigste. Ja, ohne Probleme, würde ich sagen. Das ging echt ganz gut. Wie gesagt, in zwei Spieler kannte ich noch aus alten Zeiten auch in der Jugendnationalmannschaft. Und das war überhaupt gar kein Problem. Also ich war sofort drin in der Truppe. Wie kam es zum KFC? Also wie kam der Kontakt überhaupt zustande? Ja, das war
eigentlich eine Entscheidung. Ich hatte halt überlegt, was ist jetzt so, was möchte ich jetzt machen, und die Angebote aus dem Ausland, die ich hatte, waren für mich jetzt sportlich nicht so attraktiv, dass ich gesagt habe, okay, ich verlasse jetzt Deutschland. Und zum anderen habe ich halt gesagt, okay, was ist, wenn du jetzt in die dritte Liga gehst, zu einem Verein, der sein sportliches Maximum schon erreicht hat, und spielst dann einfach nur so in der dritten Liga mit, und das hat mich nicht gereizt. Und, KFC ist die sportlichen Ambitionen hoch im Vergleich zu dem, wo wir gerade stehen. Und das war für mich ein Reiz zu sagen, okay, man baut etwas gemeinsam auf und man ist an einer Vision oder einer Vereinsidee oder beziehungsweise an einer sportlichen Vision beteiligt, die noch in den Startlöchern steht. Und das war letzten Endes für mich dann auch ein ausschlaggebender Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte lieber sowas mit angehen, wirklich mal von ganz unten starten. Das war für mich so einer der größten Reize. Was sind denn dann so deine Ziele beim KFC? Also für mich ist erstmal ganz klar, ich bin froh darüber, erstmal wieder auf dem Platz zu stehen, nach so langer Zeit, jetzt auch vereinslos. Und das war für mich erstmal wichtig jetzt. In der Spielpraxis zusammen und auch einfach auf dem Platz zu stehen und zu trainieren und mit den Jungs halt auch in der Gruppe wieder zu arbeiten. Und dann ist es aber letztendlich so, dass ich dabei helfen will, einfach wirklich die ausgegebenen Ziele in den nächsten Jahren zu erreichen. Und ich habe schon mal gesagt, dass ich eigentlich nicht hierher gekommen bin, um mich irgendwie für andere Vereine zu empfehlen, sondern ich möchte eigentlich die Aufgabe hier gut machen, und das ist für mich erstmal entscheidend. Und das heißt ganz klar, helfen so schnell wie möglich, höhere Ligen zu erkennen. Ich habe gesehen, du hast auch Kontakt zum Kai Schwertfeger vorher schon gemacht, bei Fortuna Düsseldorf. Hat er dir auch vorher schon irgendwas erzählt, wie es beim KFC läuft? Nee, wir haben eigentlich gar nicht, das wusste eigentlich kaum jemand, dass ich nach Schwerin wechsle. Ja. Das war eigentlich stillschweigend. Hat er dir nachher vielleicht irgendwie vor dem Trainingslager erzählt, aber so sind die Jungs drauf oder so sind die Fans drauf? Er hat auf jeden Fall mir gesagt, dass der Verein jetzt sich quasi gerade umkrempelt und sich in die richtigen Bahnen bewegt, und dass wir auf einem guten Weg sind, aber noch sehr, sehr viel sportlich und noch infrastrukturell passieren muss. Aber er hat gesagt, dass es auf jeden Fall ein positiver Weg eingeschlagen wurde. Dann wieder eine gemeinsame Frage. Seid ihr auch schon so gehypt auf die Rückrunde? Das hat zum Beispiel auch ein Fans gehypt auf die Rückrunde. Also habt ihr euch auch direkt schon gefreut? Ich denke, ja, es war eine kurze Vorbereitungszeit, sag ich mal, aber es hat sich trotzdem wirklich sehr, sehr lange gefühlt. Ich bin eh so ein Typ, der mag Vorbereitung überhaupt gar nicht. Das zieht sich immer in die Länge, und ich will dann schnell, dass es wieder losgeht. Vor allem nach so einer Hinrunde hat man dann umso mehr Bock, sag ich mal, weil man weiß, wie du, es macht Spaß, es funktioniert einfach. Und ja, deswegen kann ich es auch machen. Also ich freue mich, dass die ausgefallenen Spiele jetzt in die Vorbereitung, sag ich mal, quasi eingeordnet worden sind, damit es dann schneller losgeht. Und deswegen, ja, schon gut, dass es so ist. Dann hätte ich von euch gerne zwei Gründe, warum wir am Ende vom Vorbereitung möchten. Zwei Gründe. Also ich glaube, ein Grund ist, dass wir auf jeden Fall geschlossen an einem Ziel arbeiten. Und das ist, glaube ich, erstmal Grundvoraussetzung, erfolgreich zu sein, dass alle wissen, was ist eigentlich, wo wollen wir überhaupt hin. So, das ist für mich ein Grund. Ich finde, Viktoria Köln hatte schon mehrmals die Chance gehabt, in die dritte Liga aufzusteigen, und bei uns ist jetzt, sag ich mal, seit langem wieder das erste Mal. Und ich denke, bei uns ist die Motivation, die Euphorie einfach, finde ich, sehr hoch. Ich finde sehr höher als bei Viktoria Köln. Deswegen denke ich, dass wir das viel mehr wollen als sie. Deswegen denke ich, dass wir am Ende der Saison vorhin stehen. Und ich möchte den Fan Chris von dir grüßen. Also Chris, schöne Grüße zurück.